Ja, wir begrüßen noch mal ganz herzlich einen Mann, der Tim, helfen Sie mir, der vor etwas mehr als einem Jahr haben wir uns, glaube ich, das letzte Mal hier gesehen. Wie geht's Ihnen heute? Sie hatten damals eine schwere Krebserkrankung, haben ein sehr, sehr berührendes Buch dazu gemacht. Wie ist es danach weitergegangen? Wie ist es Ihnen ergangen in der Zeit? Also sehr, sehr gut. Um zusammenzufassen, habe ich jetzt im April das erste Mal das Wort Heilung gehört, ja, dass mir ein Arzt gesagt hat, ich kann mich damit jetzt befassen. Und wenn man überlegt, dass das dann doch 25 Monate gedauert hat, von Erstdiagnose bis zu diesem Wort, befass dich mal damit, ist schon ein langer Zeitraum. Aber lohnenswert. Und Sie sind auffallend zurückhaltend mit diesem Wort. Sagen, ja, das kann man so nennen, Heilung, ja, aber ich traue mich eigentlich nicht so richtig, das im Mund zu nehmen. Warum nicht? Ja, es ist schwer. Ich will da nicht differenzieren, was Krebs an sich betrifft. Aber es gibt halt natürlich Krankheitsformen, die kann man sich als Tumor eher so vorstellen, dass die zu beseitigen sind, indem man sie entfernt und rausschneidet. Aber Blutkrebs ist halt nun mal ein Problem, das sich sehr schön gleichmäßig verteilt. Und ist auch ein sehr schlauer Krebs, der sich halt auch weiterentwickeln kann. Und deswegen sage ich, ja, ich bin so froh, wie die letzten zwei Jahre gelaufen sind und gehe deswegen möglichst unbeschwert in die nächste Zeit und nicht mit dem Druck jetzt zu sagen, aber bis zur Rente muss ich es jetzt schon schaffen. Ich bin erstmal froh, dass ich wieder einen Job habe. Und deswegen bin ich da sehr, sehr zurückhaltend, sehr demütig auch. Was heißt das, bis zur Rente muss ich es schaffen? Das heißt, Sie ziehen auch die Möglichkeit in Betracht, dass das nicht funktioniert? Ja, natürlich. Also das ist auch ein Gedanke, den man jeden Tag hat. Also natürlich weiß man jedes Mal, wenn man beim Arzt ist, es kann wieder eine Nachricht geben, die man nicht mag. Aber man weiß ja, dass es auch gut gehen kann. Und das macht das Ganze etwas leichter. Aber ich bin jetzt nicht so naiv und sage, die nächsten 20 Jahre wird alles gut gehen. Ja. Dieses Bild, das wir da gerade sehen. Ja. Zu viele Bilder. Nein, sehe ich schon. Ja. Schön ist anders. Naja, geht gar nicht um schön, aber es ist ein bewegendes Bild. Finde ich ein beeindruckendes Bild. Wen sehen Sie da? Ja, da sehe ich schon mich. Ich weiß schon, was passiert ist in der Zeit. Das Gute ist, dass der menschliche Geist sehr klug ist und schlimme Sachen sehr gut verdrängen kann. Und deswegen ist es schon so, dass die Auseinandersetzung mit den Bildern immer noch schwer ist, auch sehr emotional ist. Aber ich glaube, wenn es nicht so wäre, würde man sich auch was vormachen. Oder wäre nicht dem eigenen Leben gegenüber dann doch so dankbar, dass man wüsste, es geht immer gut. Wenn man dieses Bild hier sieht, wie erklärt man das einem Kind, was einem da widerfährt? Ich frage das deswegen, weil das so viele Menschen trifft. Ja, also wenn man sich mit diesem Monster, mit diesem Krebs mal beschäftigt, dann merkt man plötzlich, boah, das sind ja nicht nur die Fälle, die öffentlich werden. Also täglich mehr, Menschen. Das ist ja das Problem. Ja, genau, und die große Frage ist immer der Umgang damit. Ich habe manchmal das Gefühl, Leute wachsen dann über sich hinaus und andere, die richtig daran zerbrechen. Es sind leider mehr, die daran zerbrechen. Man merkt natürlich auch, so bei meinen Auftritten, wenn ich als Speaker so über all das berichte, was ich erlebt habe, dass es schon eine extreme Hemmschwelle gibt, dass die Betroffenen auch im Freundeskreis natürlich sehr offen sind, aber dass die es auch treffen kann, extrem zurückhaltend sind und wirklich so sagen, ich möchte mit dieser ganzen Thematik nichts zu tun haben. Und das ist sehr gefährlich. So war ich auch. Ich weiß aber, dass viele, die nicht betroffen sind, aus meinem entfernten Freundeskreis jetzt schon sehr mutig auch mich darauf ansprechen, um irgendwie gewappnet zu sein, falls es mal so ist. Das muss ja nicht immer einen selbst treffen. Ist es so, dass man als jemand, der so eine Diagnose bekommen hat, irgendwann in seinem Leben, dass man auf eine Art stigmatisiert ist? Ja, mit Sicherheit. Also wenn es dann um neue Jobs geht, wenn es um die Frage geht, wo ist eine Perspektive für mich? Ich glaube, man ist stigmatisiert fürs ganze Leben, sowohl in der Wahrnehmung von außen als auch durch die eigene Wahrnehmung. Aber ich hätte das jetzt auch nicht so wahrgenommen, wenn ich es nicht selbst nur durchgemacht hätte. Aber nicht, dass einem weniger zugetraut wird. Aber ich glaube, die Leute haben eine andere Form Respekt einem gegenüber, der es einem nicht leichter macht, wieder in die Fußstapfen zu treten, die man im Leben vor dem Krebs dann hinterlassen hat. Das ist mit Sicherheit, dass man nicht mehr so eine freie Berufswahl hat und dass viele da wirklich doch ängstlich sind. Man fühlt sich dann schon als Mensch mit Handicap und das meine ich nicht positiv. Das heißt, der Weg zurück ins Leben ist doppelt schwer, wenn man so will. Also erstmal musst du gesund werden und dann musst du wieder in das reinfinden, was man Normalität nennt. Ich bin Optimist. Ich würde nicht sagen, das ist doppelt schwer. Ich würde auch nicht sagen, das ist schwer. Es ist eine Ehre, dass man sich diesen Aufgaben nochmal stellen darf. Aber natürlich denke ich oft, boah,
warum stellen die sich so an? Ich bin leistungsfähiger, ich habe mehr zu erzählen, ich habe vielleicht auch mehr inhaltlich erlebt als viele andere. Und deswegen habe ich wirklich wie ein Fels in der Brandung Dinge erlebt, die mir das, was ich weiß, auch anders vermitteln lassen. Aber die Leute sind da wirklich äußerst anstrengend. Aber wie gesagt, ich sehe es nicht mehr so kritisch. Vor einem halben Jahr war ich mit Sicherheit wütender auch in manchen Situationen. Wütend, aber jetzt sage ich, ja schon, man wird dann auch irgendwann auch sauer. Ja, wenn man sagt, ja, auf vielleicht auch Menschen in Positionen, die einem doch so eine Art von Arroganz entgegenbringen und sagen, ja, ja, wir machen das, aber da melden sie sich nicht. Das ist so ein bisschen wie als Sportler, dass man sagt, du kriegst einen fetten Vertrag und am Ende des Tages kriegst du nichts. Ja, aber auch damit konnte ich mich als Sportler arrangieren. Ja, aber ich wünschte mir manchmal, dass man einer Krankheit, die so oft einfach greifbar ist, doch ein bisschen cooler gegenübersteht. Weil es kann diesbezüglich wirklich jeden treffen. Wie oft haben Sie wirklich damit gehadert, dass das ausgerechnet Sie trifft, den Ausnahmesportler, den Mann, der so stolz war auch auf seinen Körper, ja. der unglaublich attraktiv war, der so gewinnend war auch in seiner Art, auch in seiner ganzen Extrovertiertheit. Das gehörte ja alles zu Tim Lobinger dazu. Ja. Was ist von diesem Tim Lobinger, den wir hier auch zum Beispiel sehen, was ist von dem noch übrig geblieben? Also gehadert habe ich nie, um die Frage direkt zu beantworten. Wirklich nicht? Nee, weil das ist so energieverschwendend, dass ich wirklich probiert habe, nie zu hadern, weil das führt ja zu nichts. Ja, man hat nur noch mehr Verschwendung an Lebensenergie und deswegen war es wirklich so, okay, ich probiere meine Kraft ja so aufzuwenden, dass ich sage, jeder Tag wird ein schöner Tag. Ja, das ist nicht so, aber das probiert man zumindest. Und deswegen ist hadern, glaube ich, das falsche Wort. Man muss einfach nach vorne blicken und dieses Schicksal möglichst schnell akzeptieren. Und das ist auch eine spannende Aufgabe, die einen auch ermutigt, dann wirklich auch nach wie vor viel zu lachen und Spaß zu haben am Leben. Aber trotzdem denke ich jeden Tag daran, wäre schon blöd zu sterben. Ja, und ich bin auch jeden Tag traurig mal kurz. Das ist total normal. Das ist ja diese Härte dieser Krankheit. Also es gab seit der Diagnose noch keinen Tag, wo ich nicht an den Tod gedacht habe. Wenn ich es auf mein ganzes Leben ziehe, dann habe ich, glaube ich, jetzt in den letzten 2 Jahren in einer Woche mehr über Tod nachgedacht als die mehr als 45 Jahre davor. Das bringt aber die Krankheit so mit sich. An was denken Sie dann? Ja, also lieber noch mal mit meinem Sohn spielen, als einen eigenen Grabstein zu bestellen. Als Beispiel. Ja. Das muss man nicht verschönigen, das ist so. Lernt man das irgendwann zu akzeptieren, dass es diese Möglichkeit gibt? Ja, weil man viele Möglichkeiten hat, auch zu helfen. Also man kann immer wieder aufrufen, wie wichtig es ist, auch sich registrieren zu lassen und einfach mal nur stabrein Spender sein, ja, mit einer E-Mail und einen Brief, den man zugeschickt bekommt, Menschen zu helfen. Sie reden jetzt von der DKMS, ne? Genau, ja, das ist eine Möglichkeit, aber auch Menschen Kraft zu geben, die selbst betroffen sind und natürlich auch jede Untersuchung, die ich mache, lieber noch ein Röhrchen mehr Blut der Wissenschaft spenden. Das ist halt einfach was, das ist, glaube ich, das Mindeste an Verantwortung, was man dann hat, weil ich ganz tolle Ärzte habe. Ich bin auch so froh, dass ich diese Krankheit in Deutschland durchleben durfte, weil das nicht selbstverständlich ist mit der Krankheit woanders. Ist man einfach aufgeschmissen, um es auch so hart zu sagen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich habe wunderbare Ärzte. Ich habe ein Klinikum in München erwischt, die spezialisiert sind. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, das haben die gut gemacht, zumal es eine, glaube ich, auch sehr wenig erforschte Art von Krebs ist. Ja. Ne? Also da gibt es keine Lobby für, um es mal so zu formulieren. Aber wir dürfen viel testen. Das ist das Gute. Weil Blut ist halt nun mal was schnell reagiert. Und da weiß man genau, das Medikament, das lassen wir sein. Aber das wirkt. Wenn wir dieses Bild hier sehen, Tim, wann kommt die Angst, in welchen Momenten? Wenn man im Flugzeug ist, wenn die Klimaanlage die Bakterien durch die Gegend schmeißt, wenn man jemandem die Hand gibt. Wann gibt es dieses befreite, wirklich zurückkommen ins Leben und an gar nichts denken, einfach nur den Tag genießen? Die Angst kommt morgens und geht abends. Man lernt nur, damit zu leben. Und das Leben gibt einem genug, um die Balance zu halten, aber es ist schon schwer. Wer hilft dann dabei? Es ist die Familie, aber auch die eigene Motivation und die Freunde, wieder normal wahrgenommen zu werden und auch dann gesellschaftlich sehr ernst genommen zu werden. Und das ist für mich auch so ein Kampf gewesen. Ich bin wirklich froh, mich jetzt beruflich auch noch mal einbringen zu können. Das klingt so oberflächlich. Was machen Sie gerade? Wieder Nutzen zu haben, ist was Tolles. Ich arbeite jetzt auch für einen großen Konzern, der mir hilft, auch wieder mit Sportlern zu arbeiten und meine Kernkompetenz weiterzugeben. Das ist toll, das mache ich gerne. Das ist meine Berufung. Und das hilft mir schon mehr, wieder diese Sicherheit zu haben, einfach
ruhiger zu schlafen. Mhm. Ja? Also ich schlafe nicht ganz so ruhig. Ja? Und da hängt mit Sicherheit deutlich weniger dran. Aber ja, das war ein langer Prozess, wieder besser schlafen zu können. Sie haben mal gesagt in einem Interview so sinngemäß, ein Buch, das 200 Seiten hat, also Sie haben das Leben mit einem Buch verglichen. Ja. Das habe ich gelernt, ist auch ein gutes Buch. Mhm. Es müssen nicht immer 300 oder 500 sein. Ja, ja. Das ist natürlich ein starker Satz. Schön gesagt, schwer zu verstehen. Ja. Na, ja. Aber schwer das ist zu akzeptieren vor allen Dingen. Das stimmt. Aber noch schreibe ich weiter. Ja, es gibt leider viele, die mit mir auch natürlich auch in der Zeit dieselbe Krankheit hatten. Und es sind sehr, sehr viele verstorben. Auch das ist schwer. Und das ist aber Teil dieser Krankheit. Deswegen sollte man die Augen nicht zu sehr schließen. Ja? Statt noch einen Roman zu lesen und noch mal Netflix zu schauen, ist es vielleicht gut, mal ein Buch zu kaufen und sich auch mit den dunklen Seiten des Lebens zu beschäftigen. Das habe ich vorher aber nicht zwingend mit Krebs. Da gibt es schlimme Sachen, aber man muss ja nicht ganz unten anfangen. Aber das ist schon so eine Empfehlung, die ich auch gebe, egal wie alt man ist. Das kann ein 17-Jähriger machen, das kann aber auch jemand machen, der denkt, er hat es schon geschafft. Mhm. Kommen dann auch auch bei einem ehemaligen Spitzensportler irgendwann Existenzängste hoch? Weil das ist ja immer die große Frage, wie gerade Leichtathleten, die verdienen ja jetzt auch keine Unsummen, sind ja keine Fußballstars. Kommen dann irgendwann auch die Existenzängste hoch, was diese Seite angeht? Also hätte ich mir das Timing aussuchen dürfen, hätte ich es nicht als Selbstständiger gemacht. Eine Krebserkrankung in der Selbstständigkeit ist natürlich ein Drop auf Null, das ist klar. Aber auch das bietet neue Chancen, auch sich selbst kennenzulernen. Aber Existenzängste waren maßgeblich bestimmend. Also das war wirklich was, das war greifbar, aber wirklich greifbar. Und diese, warum gerade ich, das kommt in die Schublade ganz nach unten und das rückt auch in Vergessenheit. Wahnsinn. Aber keine Kohle mehr zu haben, ist schwer. Ja, man will ja die Miete zahlen können, man möchte die Verantwortung für die Familie weiterhin stemmen können. Und man ist dann wirklich, ich könnte es jetzt in Fußballerworten fassen, enteiert. Das ist halt einfach so. Und wenn ich überlege, dass ich selbst mit Mundschutz gearbeitet habe in einem Fitnessstudio, um einfach noch irgendwie dann weiter Geld zu verdienen, das ist pervers genug. Und da sah ich wirklich so aus, plus Mundschutz. Und auch wenn anfangs meine Sportler und Kunden an mir vorbeigegangen sind, weil sie mich nicht erkannt haben, ist es dann trotzdem so gewesen, dass sie zu mir gekommen sind. Ja, und das ist schon auch ein Prozess, den es lernt. Ja, den muss man einfach annehmen. Ja, und auch gehen diesen steinigen Weg. Wir schreiben uns gelegentlich mal, ich sage das jetzt einfach mal so, wie es ist, weil wir damals, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, das hat mich damals sehr berührt und dann fragt man manchmal so, wie es so geht. Mhm. Und mir fällt dann immer auf, es dauert dann manchmal sehr lange, bis eine Antwort kommt. Und dann denke ich wieder, Mensch, ist der Tim gerade wieder in so einem Loch, in so einem Tal unterwegs? Es gibt Dinge, die müsste ich besser machen, Freundschaften pflegen. Nee, darum geht es gar nicht. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum. Doch, ist ja schon auch was ich gelernt habe. Es geht darum, dass man merkt, da kämpft einer. Ja, klar. Das meine ich. Ja, also in der letzten Phase zum Beispiel musste ich auch wieder kämpfen, als ich mich dann 3-4 Wochen nicht gemeldet habe, weil da hatte ich jetzt nicht gerade die Top-News auf Lager. Dachte ich, okay, dem versaust du jetzt nicht seine Stimmung. Sie waren kurz vor Nierenversagen, ne? Ja, genau. Ich hatte da wirklich massiv Probleme ja im letzten Jahr noch. Und deswegen ist es lustig, dass ich mich auf durch ganz einfache Methoden jetzt in den letzten 5-6 Wochen noch mal so stabilisiert habe. Ja, da gab es dann auch wieder neue Studien. Die hatten mal nichts mit Medikamenten zu tun, sondern eher mit einer besonderen Form vom Ausdauertraining und grünen Tee trinken. Okay. Ja, ist auch interessant, dass selbst dann der Arzt sagt, der wirklich ein Spezialist ist, was hast du denn jetzt gemacht? Dann habe ich ihm nur gesagt, du, ich habe das alles aufgeschrieben. Das ist langweilig, das ist grüner Tee und Ergometer fahren. Und ich hasse Ausdauertraining. Ja. Aber das hat wirklich geholfen. Ja. Also, es wird dir interessant. Ja. Tim, eine letzte Frage habe ich noch. Eine allerletzte Frage. Und zwar, wenn man... Also A, freue ich mich, dass es so gut geht. Ja. Also da sitzt ein anderer Tim Lobing als der, den ich vom Jahr kennengelernt habe. Wirklich ganz anders. Und das Zweite ist, oder was ich wollen würde, ist, wenn man sowas erlebt hat, würde man dann die erste Hälfte seines Lebens anders leben, als man es gemacht hat? Ja, ich würde viele Fehler nicht mehr machen. Andere Fehler vielleicht noch mehr genießen, weil ich weiß, okay, aus dem Fehler hast du auch was gelernt. Okay. Aber doch, ich würde vieles anders machen. Ich würde wieder Stab hochspringen. Ja? Ich würde wieder akzeptieren, weniger Geld zu verdienen, aber einfach Spaß zu haben und selbstbestimmt zu sein, auch in der Zeit ohne Instagram. Ja? Und nee, also ich würde das noch mal so ziehen, ja, mein Schicksal, aber ich würde doch einiges anders machen.
Und auch das sehr, sehr gerne erwähnt. Tim Lobing ist ein großartiger Vortragsredner und sehr, sehr inspirierend, ihn zuzuhören. Ja. Auch bei VW gerne mal zu buchen, jederzeit. Und er kommt, sehr verlässlich. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Tim Lobinger ist heute unser Gast. Ich bedanke mich genauso herzlich bei Professor...